Ja, wir arbeiten heute in zwei Zielrichtungen. Die eine Zielrichtung ist grenzüberschreitende Kriminalität. Da geht es um Täter in Sachen Wohnungseinbruch, Tageswohnungseinbruch, Rauschgiftschmuggel. Und der zweite Aspekt ist eben der Schwerlastverkehr. Dort haben wir halt Überladungen, Lenkzeitüberschreitungen, Mängel in der Ausrüstung bei Gefahrguttransporten. Wir haben jetzt mehrfache BTM-Funde, fahren unter BTM-Einfluss. Im Schwerlastbereich eben das Thema Überladung, fehlende Genehmigung, Lenkzeitüberschreitung. Die A30 ist eine Europastraße. Sie beginnt von Amsterdam bis Warschau. Deswegen können wir uns an Landesgrenzen nicht halten. Und aus dem Grunde haben wir auch niederländische Kollegen vor Ort, die halt mit ihrem Know-how und mit ihren Abfragemöglichkeiten zur Verfügung stehen, sodass also auch der niederländische Straftäter hier erfasst wird. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist hier einmal elementar, aber zum Glück ein Stück weit Normalität geworden. Wir müssen uns nicht aneinander gewöhnen, sondern es geht mittlerweile Hand in Hand.